Willkommen ein weiteres Mal zurück in der bezaubernden Welt von Neri, meine Freunde. In der... What? Kaum starte ich los, habe mir schon überlegt, was ich vielleicht als erstes für ein Thema anschneiden könnte und dann höre ich Kampfmusik, was zum Teufel? Immer mit der Ruhe, Kinder. Oh. Ach so, deswegen. Ich nehme einfach mal das Fleisch, ich bin einfach so frei, ne? Macht euch nichts aus, wa? Gut, ich bin gerade eben noch mal ein paar Meter wieder hier reingelaufen, weil ich eigentlich gehofft habe, auf meinen Esel hier zu stoßen. Ich habe mir jetzt die letzte Aufnahme nicht direkt angeguckt, was wir am Ende gemacht haben. Unter anderem, weil ich die Folgen noch gar nicht geschnitten habe. Normalerweise gucke ich mir mal das fertig geschnippelte Zeug an. Vielleicht ist er hier beim Teleportationspunkt. Nö. Gut, dann nicht. Dann werden wir wohl nach Steinfeld. Steinfeld ist ja zum Glück nicht so weit weg. Werden wir das kleine Stück zu Fuß einfach so laufen. Ist das noch die Kampfmusik oder ist das die normale Erkundungsmusik? Was ist da los? Weil die geht gerade voll ab. Das hört sich an, als ob irgendjemand sich gerade hier einen tödlichen Kampf leisten würde. Oder kämpft mein Esel mit irgendwelchem Getier? Komm her, mein Eselchen, ich brauche etwas zum Besteigen. Versteh das jetzt nicht falsch. So, über was wollte ich eigentlich so reden, während wir auf dem Weg nach Steinfeld sind? Ach so, genau. Einmal noch kurz rekapitulieren, was ich denn überhaupt machen wollte. Zuerst einen Besuch bei Steinfeld abstatten, um zu schauen, ob ich mir einen Goldbarren kaufen kann dort. Und dann mir eventuell die Blockaxt schmieden, aber ich bezweifle, dass es funktionieren wird, wenn wir sogar schon nicht die ganz normalen Teleportsteine... Oh! Hey! Wenn wir uns sogar schon nicht... Oh nein, nein! Wenn wir uns sogar schon nicht die ganz normalen Teleportsteine craften können, dann wage ich zu bezweifeln, dass es irgendwie mit der Blockaxt funktionieren wird, weil das Ding ganz unten auf der Liste stand von Rang 2 Waffen. Und das macht doch dann automatisch den Eindruck, als ob das irgendeine High-End-Waffe wäre. Also glaube ich nicht, dass wir irgendwie... Na. Dass wir uns dieses Ding irgendwie machen... Na komm. Dass wir uns das craften werden können. Aber wenn ich immerhin die nötigen Reagenzien, Zutaten, Schmiedegegenstände dazu habe, dann werden wir immerhin wissen, was für einen Skill ich denn überhaupt dazu benötige. Wenn es nämlich wie bei dieser Waffe hier wieder so ein awesomer Sprung wird von der Angriffskraft her, dann wird sich das auf jeden Fall lohnen. Also will ich unbedingt mir das zumindest mal versuchen zu craften. Und was zum Teufel ist das hier für eine Versammlung? Warum steht ihr alle da? Ist hier irgendwas Besonderes? Sie haben alle besondere Namen auf jeden Fall. Keine Zeit, ich bin im... Ich glaube, ich habe mich schon das letzte Mal gewundert. Oh, sie haben alle besondere Namen. Da muss ja irgendwas Besonderes hier los sein. Aber genau wie das letzte Mal liege ich auch dieses Mal falsch. Habe ich meinen Goldbarren dabei oder habe ich den letzte Aufnahme abgelegt? Nein, ich habe ihn dabei. Sehr gut. Hier war nämlich gerade eben eine Lagertruhe. Dann hätten wir das gleich rausziehen können. Wobei das eigentlich egal ist, weil in Steinfeld ja sowieso wieder eine Truhe ist. So, was wollte ich noch ansprechen, nachdem ich gesagt habe, warum wir eigentlich hier nochmal langlaufen? Eigentlich habe ich das ja, weil die letzte Folge, die letzte Aufnahme mit der letzten Folge zu Ende gelaufen ist. Und da habe ich ja schon erwähnt und gesagt, was wir als nächstes vorhaben werden. Also ein bisschen unnötig, dass ich es gerade eben nochmal zusammengefasst habe. Aber egal. Allgemein als Thema, was ich nochmal anschneiden wollte. Ich habe mir die letzte Aufnahme ja logischerweise noch nicht nochmal angehört, weil es noch nicht geschnitten ist. Aber ich habe nochmal... überlegt, wie ich denn so kommentiert... Was zum Teufel? Wie ich denn das letzte Mal so kommentiert habe? Ich stumpf ihn mal ein bisschen runter. So, geh wieder zurück in dein Gehege. Denn ich habe sehr verwirrend zum Teil kommentiert, muss ich sagen. Ich habe ja so die Angewohnheit, dass ich ab und zu Sätze nicht ganz zu Ende führe, ja? Ja. Und normalerweise setze ich die dann irgendwann wieder fort. Ach, sehr gut, die kann ich dann selbst reparieren, die Sachen hier. Normalerweise setze ich die Sätze dann irgendwann wieder fort nach einer Minute oder vielleicht nach einer halben Minute und dann ist gut. Und letzte Aufnahme habe ich mitbekommen, also so während ich kommentiert habe mitbekommen, dass ich so unglaublich oft neu angesetzt habe. Immer und immer wieder. Gott,
Das war der Horror. Ich hab's einfach nicht gebacken bekommen. Das war total krank. Also insgesamt waren das 2-3 Themen. Also es war jetzt nicht so schlimm, dass es die ganze Aufnahme hinweg durch so war. Aber doch immer und immer wieder so Stellen, wo ich echt sagen musste, das geht doch besser, Stone. Und ich wollte euch kurz sagen, woran das denn überhaupt liegt. Nicht genügend Materialien, 2 Goldbarren? What? Ist das wieder ein Bug oder... Blockaxt, 2 Goldbarren. 2 Goldbarren. Schmelzzange, Schmiedezange haben wir, Hämmerchen haben wir auch. Sehr komisch. Ist das vielleicht in der Anzeige ein Bug? Moment, ich speichere mal kurz und kaufe noch einen dritten Barren. Ich werde gleich nochmal fortsetzen. Ja, ich weiß, ich habe mich jetzt wieder unterbrochen. Zumindest dieses Mal nicht mitten im Satz. Vielleicht brauchen wir 3. Nicht genügend Materialien. Moment. Ja. Diese Sache muss ich ja nochmal kurz klären, weil ich befürchte fast, dass es ein Bug sein wird. Ich hole mir einfach mal hier die ganzen Goldbarren. Ich kaufe einfach alles. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die letzte Waffe ganz unten im Menü, wenn die Waffe davor sogar 2 Silberbarren und 2 Goldbarren und 2 Reuerrubine, what, gekostet hat, dass dann die nächste Axt danach weniger kostet. Nicht genügend Materialien, Gut, also lade ich nochmal kurzerhand, weil... Oh, was wollte ich gerade sagen? Ach so, weil... Ich lade nochmal neu, weil, wie es aussieht, ist die Anzeige hier einfach inkorrekt. Ich habe jetzt schon insgesamt 5 Goldbarren gehabt, aber ich kann mir die Blockaxt einfach nicht machen. Also irgendwas wird hier nicht angezeigt. Falls irgendjemand von euch weiß, wie das geht, schreibt es bitte in die Kommentare. Ansonsten, vielleicht werde ich das auch selbst einfach, dann müsst ihr euch nicht die Mühe machen. Wisst ihr was? Genießt einfach das Let's Play, ihr müsst mir das gar nicht in die Kommentare schreiben. Ich werde einfach mal danach googeln. Wenn ihr das natürlich aber auswendig wisst, könnt ihr das trotzdem gerne hinschreiben. Falls ihr mit eurem Wissen vor mir Respekt verdienen wollt. Ja. Ich werde einfach nochmal nachgucken müssen, was man genau für die Blockaxt braucht, weil die Anzeige hier defekt ist, falls man denn das Ding überhaupt schmieden kann und nicht alles komplett kaputt ist. Vielleicht lag es auch nur am Amboss, der drüben gerade benutzt wird. Nope. Also irgendwas stimmt nicht mit der Anzeige. Gut. Dann werde ich das nochmal recherchieren müssen. Und jetzt will ich auf jeden Fall mal das Thema fortführen, nachdem ich euch gesagt habe, was wir jetzt als nächstes machen. Hier bin ich ja jetzt nur hergekommen, um mir die Blockaxt zu schmieden, weil ich wusste, dass er noch Goldbarren hat. Aber ich kann sie nicht mit 2 Goldbarren schmieden, also wird das verschoben. Jetzt gehen wir nach Ledur, um ein verpasstes Nerim-Zeichen zu holen. Oh Gott, ich stürze ab! Ach so, und übrigens gerade eben, ja, jawohl, ich habe erst 7 Minuten aufgenommen und Nerim ist mir schon wieder abgestürzt. So schnell kann es gehen. Total überrascht, so schnell ist es noch nie passiert. Aber na gut. Was ich jetzt vorhin nochmal angeschnitten habe, weil ich ja ständig Sätze unterbreche von mir. Und beziehungsweise auch Themen unterbreche, nicht nur Sätze. Ich wünschte, es wären nur die Sätze. Aber so ist es ja nicht. Ach, in dieser Höhle waren wir noch nicht mal. Ja, wisst ihr was? Ich gehe mal hier einfach rein, weil dann kann ich besser für euch die Themen zusammenfassen. Während wir einfach irgendeine Random-Höhle machen. Oh, was haben wir denn da? Irgendwelche... Ein junger Oger. Was ist da denn los? So, ich zoome auf die Minimap wieder ein bisschen näher dran, dass ich nicht gespoilert werde. Ich habe auch gerade eben nicht vorher schon geguckt, was da kommt. So, auf jeden Fall... Mein Problem ist ja immer so, also das ist so ein Laster, ich rekapituliere nochmal kurz, was ich vorhin gesagt habe. Das ist so ein kleines Laster von mir. Einfach, dass ich generell Themen abbreche und dann erst vielleicht 1-2 Minuten später nochmal von Neuem angehe. Und ich würde das gerne auch verbessern in der Kommentarart von mir, aber andererseits, das ist auch so ein bisschen Character Building, ja? Also, es verleiht zu mir den ganz gewissen Charakter, den ganz gewissen Charme. Die machen ja mehr Schaden als erwartet, ich bin fast tot. Ich habe ganz vergessen, dass ich die Schwierigkeit ja hochgeschraubt habe. Ja, ich behaupte einfach mal ganz frech, das ist Character Building.
wenn ich vergesse, irgendein Thema sofort weiter fortzuführen. Das ist absichtlich bewusst so gewählt, damit ich mir selbst einen Charakter aufbaue hier während der Let's Plays. Also für die von euch, die nicht wissen, was Character Building bedeuten soll. Nein, ist natürlich nicht so. Ich werde ja immer wieder hier abgelenkt und es passieren auch immer wieder Sachen in Nerim. Entweder ich werde angesprochen von irgendwelchen NPCs oder irgendwelche Monster greifen mich an und machen irgendwie mehr Schaden als erwartet und ich muss mich dann überraschenderweise mehr konzentrieren, als ich es eigentlich zuerst vorhatte. Ich heile mich übrigens jetzt gerade komplett. Oder solche Erklärungen wie jetzt gerade kommen dazwischen, in denen ich kurzerhand erkläre, warum zur Hölle ich das mache, was ich gerade mache. Jetzt zum Beispiel heile ich mich gerade, weil ich lieber voll geheilt sein will bei den Ogern, die so viel Schaden machen. So, aber auf jeden Fall, ja, ich breche ständig ab, ich will das eigentlich verbessern, aber na gut. Das ist jetzt nicht weiter schlimm und letzte Aufnahme, wie ich auch schon vorhin kurzzeitig erwähnt habe, war es meiner Meinung nach besonders schlimm. Also es kam nur zwei, dreimal vor, also nicht zu oft, aber dafür richtig derbe. Ich habe da unterbrochen und irgendwie erst 20 Minuten später das Thema weitergeführt. Das ist schon meiner Meinung nach richtig heftig, was das Thema und Satzunterbrechen angeht. Und ich wollte nur noch mal ganz kurz darauf zu sprechen kommen, wobei ich jetzt auch schon wieder längere Zeit aufnehme. Das ist höchstwahrscheinlich daran liegt, dass ich in letzter Zeit, also ich mache ja mein Praxissemester, 5 Monate lang jetzt mittlerweile schon, bin fast fertig damit, es ist jetzt gerade derzeit Ende Februar, diese Aufnahme mache ich übrigens am 20. Februar und das heißt für mich konkret, dass mein Praktikum nur noch 3-4 Arbeitstage lang geht, bin also wirklich, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes ganz nahe am Ende, ich bin voll am Ende, wenn ihr versteht, nein, aber ich habe wirklich die ganzen 5 Monate, es gab sehr, sehr wenige Ausnahmen, aber ansonsten habe ich wirklich jede Nacht nur 5 Stunden geschlafen. Mit ein bisschen Glück auch mal 6 Stunden Schlaf gehabt und ansonsten immer eiskalt 5 Stunden, weil ich ja von der Arbeit nach Hause komme, bin erst um 6 Uhr nach Hause und dann beschäftige ich mich 3 Stunden lang mit dem Schneiden von Videos, mit dem Bearbeiten oder auch Beantworten der Kommentare. Ja, und kümmere mich eben um all diese kleinen Dinge und natürlich dem Verwalten der Videos auf YouTube, dem Erstellen der Thumbnails, dem Erstellen der Videobeschreibungen. Ich bin ja so fleißig, sage ich mal, und knall unter jedes Video eine eigene Videobeschreibung rein. Und mach das nicht einfach so wie die meisten anderen Let's Player. Und mach eine einzige Videobeschreibung und pfeffer das dann einfach unter jedes einzelne Video. Ich meine, den meisten wird es wahrscheinlich von euch gar nicht auffallen, wenn ich einfach die Videobeschreibung, die immer die gleiche, reinnehmen würde. Ich weiß gar nicht, wer von euch alles die Beschreibung liest. Tut das irgendjemand? Weil eigener Erfahrung nach, also ich lese Videobeschreibungen eigentlich regelmäßig, vor allem wenn ich weiß, dass da immer wieder was Neues drin steht. Aber eigener Erfahrung nach, auch von anderen YouTube-Channeln her, weiß ich einfach, dass die Leute sich nicht die Mühe machen, da irgendwie großartig das Ding aufzuklappen und zu lesen. Selbst wenn ich da meine geistigen Ergüsse zur Folge immer wieder mal darstelle. Oh, na gut, man kann ja nicht alles erwarten. Derzeit bin ich ja noch so ein bisschen heimlich der Meinung, dass die Videobeschreibung, die ich erstelle, dass die so ein bisschen nichtig ist. Dass ich das eigentlich fast schon umsonst mache, weil, ja, wer liest das denn? Ich habe keine Ahnung. Na gut, aber ja, das ist eigentlich das, worauf ich zu sprechen kommen wollte, meine derbe Müdigkeit die letzten 5 Monate. Und am Anfang ging es noch ein bisschen und da hatte ich auch noch die Aufnahmen so ein klein wenig mehr unter Kontrolle, sage ich mal. Konnte noch mehr meine Gedanken zu klaren Gedankengängen fassen. Oh, bejesus. Zu klaren Gedankengängen fassen. Und mittlerweile habe ich da doch meine Probleme, da die Schlafdefizite sich doch ein bisschen derbe auf mich auswirken. Hier ist sonst niemand? Okay, oh, das hat viel Leben. Wie gut, dass die Gegner so blöd sind. Ich laufe mal zu ihm hin, dass ihr nicht gleich alle wieder sauer sagt. Nee, Stone, du gehst ihm voll aus dem Weg. Da kommt er, seht ihr.
Geisteroger. Ich hätte jetzt gedacht, dass da Spektraloger stehen würde. Genauso wie wir es schon bei den Golems und bei den restlichen Elementaren hatten. So, was haben wir da? Sollte da irgendjemand geopfert werden? Gefallener Magier. Was ist hier geschehen? Nehmen wir alles mit. Festigen 3 Stärke. Ich glaube, das ist sogar seit langer Zeit der erste Edelstein, den wir finden, der mehr als nur +1 auf einen Wert gibt. Alles wieder leichte Rüstung, aber kann man gut verkaufen lassen. Illusion, Willenskraft. Illusion, wer braucht denn sowas? Gut, aber ich bin noch nicht ganz zufrieden. Wo ist mein Nerim-Zeichen? Ich habe ja in letzter Zeit, mache ich immer wieder andere Erkenntnisse in Nerim. Und das eines der letzten Erkenntnisse war, nicht in jeder Höhle, die kein Kopfgeldauftrag ist, gibt es Nerim-Zeichen. Weil davor wir ja angenommen haben, ihr habt mir das gesagt und ich habe das auch selbst so festgestellt, dass wirklich, also in Kopfgeldhöhlen nicht, weil die erst mit einem bestimmten Patch eingefügt wurden, aber ansonsten war es echt so, dass in jeder Höhle, wo ich bisher war, ein Nerim-Zeichen ist oder gewesen ist. Und dann sind wir letztens auf eine Höhle gestoßen, in der kein Kopfgeldauftrag war und wow, ganz rote Augen. Was zum Teufel haben sie mit dir hier gemacht? Ich glaube, ich will das gar nicht näher wissen. Und ja, mit den Nerim-Zeichen haben wir das letzte Mal herausgefunden, irgendwie scheint es nicht so zu sein, dass tatsächlich überall ein Nerim-Zeichen ist, wo es keinen Kopfgeldauftrag gibt. Und ja, das war eine der Erkenntnisse. Und eine andere Erkenntnis, die es jetzt vor kurzem gegeben hat, die muss ich aber... Was war das? Den Erfolgverrichter. Die andere Erkenntnis, ich zögere das gerade ein bisschen hinaus, weil ich gerade selbst nicht mehr so genau weiß, um was es sich dabei gehandelt hat. Für das Erlegen von 1000 Gegnern. Holy sweet bejesus, mother of God, how has this been happening? Wir müssen ja die korrekte Zeitform auswählen. Oh, dammit. Schon 1000 Gegner, das muss man sich mal vorstellen, wie viel ich hier schon geschlachtet habe. Total krank. Komm her. Ja, das mit den Nerim-Zeichen auf jeden Fall. Ach so, jetzt fällt mir wieder ein, was es war. Und zwar, ihr seht ja, ich kriege hier immer 140 Erfahrung für die Monster, ja? Wenn wir jetzt gucken, was für eine Stufe der ist. Stufe 13. Wir haben ja irgendwann mal festgestellt oder festgelegt, dass die Monster, wenn ich, also eine Zeit lang hat es ja auch gestimmt, dass wenn ich rumlaufe und irgendwelche Monster abmurkse und bisher war es immer so, sie waren Stufe 20, sie haben 200 Erfahrungspunkte gebracht. Sie waren Stufe 25, sie haben 250 Erfahrungspunkte gebracht. Also wir haben dann irgendwie festgestellt oder ihr habt mir in den Kommentaren geschrieben, so als ob das euer Wissen wäre. Also ihr habt mir das als Wissen verkauft, aber in echt waren das nur Mutmaßungen. Macht ja nichts, man wird ja immer schlauer. Dass die Stufe des Gegners ist gleich Erfahrungspunkte geteilt durch 10. Oder umgekehrt, Stufe des Gegners mal 10 ist gleich Erfahrungspunkte. Hier gleich mal Gegenbeweis, er war Stufe 13, wir haben aber 140 Erfahrungspunkte bekommen. Und das erste Mal, dass ich den Unterschied überhaupt erst bemerkt habe, war durch irgendjemanden, der mich darauf hingewiesen hat, in dem Friedhof, kurz bevor wir in Wellenfels angekommen sind. Ich weiß nicht, ob ihr das noch im Kopf habt. Aber da war es ja tatsächlich so, dass wir gegen Skelette gekämpft haben. Hier sind wir reingekommen, oder was? Schon wieder kein Nerim-Zeichen, okay. Ich gucke mal kurz nach, ob wir wirklich alles erkundet haben. Jawohl. Also ich war... Ich guck nochmal hier. Ach genau, da war ich nämlich noch nicht. Ich erinnere mich. Ja, wir waren bei Monstern, die mir... 200... Die haben mir rund 300 Erfahrung gegeben. So irgendwas um den Dreh. Genau, die hatten 300 Leben und hatten mir 300 Erfahrung gegeben. Ich sag das nur nochmal mit dem Leben, weil ich irgendwie zu dem Zeitpunkt auf das Leben geachtet habe, obwohl ich nur auf das Level schauen wollte. Das habe ich irgendwie da verpennt an der Stelle. Aber die haben mir 300 Erfahrungspunkte gebracht. Und als wir die das Level herausgefunden haben mit dem Zauber hier, haben wir festgestellt, dass sie Stufe 9 waren. Das heißt,
Ich habe von Stufe 9 Feinden tatsächlich 300 Erfahrungspunkte bekommen. Wo wir eigentlich gesagt hätten an der Stelle, dass das Stufe 30 sein muss, das Monster. Also lagen wir hiermit komplett falsch, einfach komplett daneben. Also stimmt das auch nicht. Falls ich übrigens, bitte sagt mir Bescheid, wenn ich das Nerim-Zeichen hier übersehen habe. Schreibt mir, wo es war. Falls es hier eins gibt oder falls ihr es tatsächlich selbst gesehen haben solltet, schreibt mir einfach rein, wo es denn war. So. Und ja, das sind so die zwei Nerim-Mythen, die wir mittlerweile schon beseitigt haben. Einmal, es gibt überall Nerim-Zeichen, wo es keine Kopfgeldaufträge gibt. Falsch. Und zweitens, Stufe mal 10 gleich Erfahrungspunkte. Auch falsch. Also können wir das nicht einfach so unsere Feststellungen pauschalisieren. Funktioniert leider nicht auf alles bezogen, kann man nicht direkt so machen. Aber na gut. Dafür sind wir ja auch da, um dazu zu lernen. Na gut, wenn das der Fall wäre, dann würde ich euch jetzt irgendwelche Fakten erzählen zu einfach irgendwas, zu Astronomie oder sonst was. Wenn euch denn sowas installiert. Ja, installiert euch Astronomie. Die Astronomie hat die Macht über euch, euch zu installieren. Nein, aber falls euch sowas interessiert. Aber das ist auch immer so eine Frage, ja, kommt denn sowas überhaupt in ein Nerim-Let's Play? Passt denn sowas hier überhaupt rein? Das bezweifle ich wiederum nämlich ein bisschen. Einige Leute machen das ja so, dass sie... Also ich habe übrigens gehört, dass hier irgendwo ich über Bretter hochlaufen kann und irgendwo hier auf den Dächern ist ein Nerim-Zeichen. Gehen wir gleich mal gucken. Ja, einige Let's Player machen das ja so, dass sie einfach über irgendwas reden während dem Let's Play. Ach, da ist es ja, super. Juhu, yay! So. Okay, das ist nichts wert, das sieht nur besonders aus. Aber einige Let's Player, ich setze jetzt nochmal einfach an, ich will den Satz nicht mittendrin fortführen. Machen es so, dass sie über irgendetwas reden und andere fokussieren sich mehr auf das Spiel. Und ich persönlich, glaube ich, bin eher der Fan, der sich mehr auf das Spiel fokussiert. Habt ihr ja auch wahrscheinlich schon mittlerweile bemerkt, so wie ich immer kommentiere. So, wir sind nicht mehr weit davon entfernt. Hier ist schon der Kopfgeldauftrag. Nochmal kurz schauen. Eine wahnsinnig hohe Belohnung. Der letzte hat 300 Goldmünzen gebracht, der hier bringt 850. Und einige Soldaten wurden sogar ausgesandt. Gegen den Meistermetzger. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich habe ja die Schwierigkeit auf Maximum hochgepumpt. Für all die Leute von euch, die mir nicht glauben, die denken, dass ich das irgendwie vielleicht umgestellt hätte für den Kopfgeldauftrag. Nein, Schwierigkeit ist auf 100%. Und mir haben die Leute gesagt, also was heißt die Leute, irgendeiner von euch hat das gesagt, ich weiß nicht mehr genau welcher, Mann, überall diese Barrikaden hier, dass der nächste Kopfgeldauftrag, sprich der hier, richtig, richtig schwer wird und dass ich mich besser vorbereiten solle. Ja, jetzt sind wir jetzt bei dem richtig schweren Kopfgeldauftrag angekommen und ich habe zusätzlich noch die Schwierigkeit auf das Doppelte angehebt. Beziehungsweise angehoben müsste das eigentlich heißen. Dann bin ich ja mal gespannt, was ihr mir so als schwierig angekündigt habt. Das wird jetzt wahrscheinlich wirklich schwierig, weil ich ja das alles hier hochgedreht habe.